Nun war die letzte Station erreicht, Auschwitz. Von hier gab es kein Entrinnen. Man stand da, bestohlen, beraubt und beschämt, weil man nichts mehr besaß auf dieser Welt. Ach, würde die Erde von Auschwitz doch jetzt ihr Maul aufreißen und uns lebend verschlingen, betete er in seinem Herzen. Und es entfachte sich plötzlich ein Sturm in seiner Seele, der ihn aus der Starre riss und zum Tanzen brachte. Er tanzte, nackt. Aus seiner Schande heraus tanzte er, stumm. Nur die Beine hoben sich, die Hände hatte er himmelwärts gestreckt und die Augen riesengroß aufgerissen waren sie. In seinem Geist hatte sich eine innere Flamme entzündet. So glaubt mir doch, das ist kein Hirngespinst, flehte der Mann. Es war ein Tanz, der vielleicht von keinem beachtet wurde, in jenem Wahnsinn dort in Auschwitz. Es war der Tanz eines Menschen, dem nichts mehr geblieben war, und aus diesem Grund war er ganz und gar von der Flamme des erhabensten Glaubens erfüllt. Ein Schrei brach aus dem Mann hervor, als fürchte er sich vor seiner eigenen Stimme. Dann verstummte er plötzlich. Seine großen brennenden Augen jedoch, die nun aussahen wie zwei unter einem Haufen von Asche glühende Feuerzünglein, seine Augen waren es, die das Geheimnis enthüllten. Thank you.
Thank you.